Und hier ist der Timo. Elder Scrolls 5, Skyrim spielen wir, Let's Play machen wir. Und wir haben einen Sack voll Beute aus einer Höhle eines Riesen geholt. Und diesen Sack voll Beute gilt es jetzt an den Mann zu bringen oder an die Frau. Und danach werden wir uns der Liebesqueste weiter widmen. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Ja, die Graumähnen. Ja, hier müssen wir ein bisschen warten. Das war nicht genug. Lasst das in Ruhe. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Jo. Alles steht zum Verkauf. Werft einen Blick darauf. Ich hab was zu verkaufen, mein Guter. Ich hab was zu verkaufen. Und zwar diesen tollen Bogen. Diese tolle. Ist das eigentlich eine leichte Rüstung? Das ist eine leichte Rüstung, die könnten wir tragen. Achso, wir haben ja eh schon. Immer, was hatten unsere als Rüstungswert? Ja, das gleiche. So. Das wollte man nicht. Das. Das. So, und dann haben wir hier doch unten bei Sonstiges. Das, das. Wir haben es jetzt nicht mehr ganz so nötig, die Sachen an den Mann zu bringen. Ah, so, gesehen da. Der hat auch schon Bitte nicht mehr kommt genug Geld. wieder. So, jetzt muss ich mal gucken, was die gute Frau Ich hier bin noch noch da. einstecken hat. Sachen tauschen. Da. Habt ihr mit diesen Gefährten ich gesprochen? Ich versichere euch, ich bin zu jedem Geschäft bereit. Was braucht ihr? So, nee, die hat nicht mehr. Dann mal los. Kein Zeug von mir mehr. So, dann können wir ja auf nach Winterfeste. Da oben war es irgendwo. Hier, genau. Da runter müssen wir oder hier hoch. Das ist egal. Oder wenn wir diese kleine Quest jetzt angehen. Mal gucken, was bei der Diebesgilde so abgeht. Komm mal her, mein Pferdchen. Wir satteln mal auf. Muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Die Sichtverhältnisse sind hier heute überhaupt nicht gut. Da hinten springt nämlich schon was durch die Gegend. Ich sehe da schon was wackeln. Rechts oben. Da ist ein kleiner Fuchs oder sowas. Und hier ist ein Abgrund. Da müssen wir aufpassen hier. So, wir halten eigentlich ziemlich genau darauf zu. Vor uns ist wieder ein Steinbock und noch ein Steinbock. Da ist ein Lager. Und hinter uns sind Wölfe. Zünden wir den guten Eiswolf einfach an. Das doofe Vieh auch noch weg. So. Wo ist eigentlich unsere Begleiterin? Aha.
Nö. Auf was wird denn hier geschossen? Habe ich jetzt mein Pferd erwischt oder was? Ach, das Pferd. Leute, das Pferd, lass doch mal das Pferd in Ruhe. Jetzt kämpft mein Hund und mein Begleiter gegen mein Pferd. Ist das zu fassen, Alter? Geht gar nicht. So. Dann gehen wir einfach zu Fuß weiter. Wenn der Ladebildschirm kommt, dann wird sich das schon wieder klären, hoffe ich. Das ist voll lustige Sachen hier. Ah, ich mal ein bisschen mulmiges Gefühl hier. So, ich wollte eigentlich gar nicht so weit absacken hier. Jetzt haben sie gleich mein Pferd gefressen. Lebensbalken sehe ich noch. Ja, jetzt ist es down. Müssen wir uns ein neues Pferd besorgen. So geht's in der Kälte, ne? Da kommt der Wahnsinn und dann fressen die Leute ihre eigenen Pferde. Hier unten ist ein Tempelchen oder sowas. Aber da wollen wir nicht hin. Wir wollen da geradeaus. Genau, da wollen wir hin. So. Hier irgendwo muss der Hannes stehen. Gut, dass ihr endlich kommt. Ich habe die Ruinen erkundet. Ich bin mir sicher, dass Kalia noch da drin ist. Habt ihr sie etwa gesehen? Nein. Ich habe ihr Pferd gefunden. Keine Angst, ich habe mich darum gekümmert. Auf dem wird sie nicht mehr fliehen können. Dann mal los. Ich will sie da drin überwältigen, solange sie noch abgelenkt ist. Ihr geht vor. Wollt ihr, dass ich die Führung übernehme? Bleibt konzentriert und haltet eure Augen offen. Kalia ist tödlich wie eine Klinge. Und Aha. Wir können nichts weniger gebrauchen, als dass ihr in eine Falle tappt und sie damit über unser Hiersein informiert. Natürlich, deswegen soll ich auch vorgehen. Ist nicht eigentlich... Ist nicht... Wah! Mann, warte doch mal. Ist Mord nicht eigentlich das Spezialgebiet der Dunklen Bruderschaft? Ich habe seit langem eine Vereinbarung mit der Dunklen Bruderschaft. Wenn jemand in der Gilde beseitigt werden muss, erledigen wir das selbst. Wir sind beide der Meinung, dass es am besten ist, solche Dinge intern zu erledigen. Ach so. Wie ist Carlos gestorben? Vor 25 Jahren stand ich schon einmal vor diesen Ruinen. Carlos wollte mich hier treffen, aber er hat mir nicht verraten, warum. Als ich ankam, trat Carlos aus dem Schatten. Bevor er etwas sagen konnte, durchschlug ein Pfeil seine Kehle. Bevor ich auch nur meine Klinge ziehen konnte, traf ihr zweiter Pfeil mich in die Brust. Kalia hat es ganz allein mit euch aufgenommen? Kalia war eine Meisterschützin und ihre größte Waffe war das Überraschungsmoment. Ich hatte Glück, sie hat mein Herz nur um Haaresbreite verfehlt. Ich stolperte von den Ruinen weg und mein Blick begann sich zu trüben. Da wusste ich, dass die Schlampe ihre Pfeile vergiftet hatte. Und Carlos? Das letzte, was ich sah, war Kalia, die seine Leiche in eine Öffnung hoch oben auf den Ruinen fallen ließ. Ein schändliches Ende für einen bemerkenswerten Mann. Bis heute bereue ich es, dass ich sie nicht aufgehalten habe, auch wenn der Versuch mein Tod hätte bedeuten können.
Das wäre ich Gallus schuldig gewesen. Was ist denn passiert, nachdem Gallus gestorben ist? Die Gilde verfiel in Chaos. Mehrere Mitglieder versuchten, Gallus frühere Position als Gildenmeister einzunehmen. Um diese Männer scharten sich im Nu eigene Parteien. Der Ratenweg versank in einem Blutbad. Und ihr habt zugehört? Ich habe gesehen, was sie Gallus angetan haben. Ich wollte die Ressourcen der Gilde nutzen, um Kalia zur Strecke zu bringen. Die anderen kümmerte sein Tod kein Stück. Glücklicherweise konnte ich mich durchsetzen. Die anderen Gruppen wurden entweder getötet oder haben Himmelsrand verlassen. Und was ist jetzt mit Kalia? Die internen Konflikte dauerten Monate an. So hatte sie die Zeit, unterzutauchen und ihre Spuren sorgfältig zu verwischen. Ich habe tausende Septime ausgegeben und alle meine Kontakte genutzt, aber sie war wie vom Erdboden verschwunden. Wie gesagt, sie war die Beste. Ja, mehr will ich eigentlich nicht wissen. Wenn ihr Kalia seht, dürft ihr nicht zögern. Tötet sie. Mal gucken. Ach, hier müssen wir hier oben rein. So war das, genau. Gucken wir nochmal, was wir hier haben. Möhrchen. Hier ist ein Schlüssel erforderlich. Junge, hier ist ein Schlüssel erforderlich. Das weißt du schon, ja? Ich hoffe, dass es um etwas Wichtiges geht. Erzählt mir etwas über Kalia. Sie war eine Gallus hat ihr zu sehr vertraut und sie zu nah an sich herangelassen. Dann hatten sie also eine Beziehung. Wenn ihr das so nennen wollt, ja. Wenn ihr mich fragt, hat sie ihn weichgeklopft, um ihn später leichter erledigen zu können. Gallus nannte sie seine kleine Nachtigall. Er war absolut in sie vernarrt. Warum hat sie ihn getötet? Hier. Eifersucht, Verachtung. Wer weiß schon, was sie zu einem solch schändlichen Verbrechen getrieben hat. Aber eines verspreche ich euch. Ich werde es herausfinden, bevor sie ihren letzten Atemzug nimmt. Na denn. Dann mal los. Ich will ihren Kopf auf meinen Kaminsims. Dann komm mal raus, runter, Simsi. Ich brauche hier nämlich einen Schlüssel und du hast bestimmt einen einstecken, oder? Zumindest hoffe ich das. So, jetzt muss ich da mal gucken, ob der hat keinen Schlüssel einstecken. Jede Menge Krimskrams, aber keinen Schlüssel. Wie soll ich denn jetzt hier die Tür aufkriegen? Okay. Gibt es hier einen anderen Eingang? Da war doch da hinten, genau. Noch ein zweiter Eingang, oder? Wow. Ich glaube, das kann ich irgendwie öffnen, aber ich weiß nicht wie.
haben wir hier irgendwo einen Mechanismus. So, guck mal nochmal, was sagt denn jetzt hier? Ja, da lang kann ich noch gehen. Da gibt es auch noch was, wenn ich jetzt gucke in der Richtung. Ja, hier unten, das sieht doch so aus wie ein zweiter Eingang, oder? Es ist das gleiche. Schneeschleier, Zuflucht. Ein alternativer Eingang. Oder? Genau. Da können wir auch hier rein. Na dann. Geh mal rein. Tja, aber... Suhu. Müsst ihr ständig stehen bleiben? Da kommen wir nicht weiter, Junge. Ständig stehen bleiben. Suppenkasper, du hast keinen Schlüssel, du hast nix. Wir gucken mal ins Questlog, eventuell. Wo haben wir denn den? Leute, ich stehe hier gerade echt auf den Schlauch. Das Gefühl, ich hätte die Quest gar nicht. Ah. Gut. So kommen wir auf jeden Fall nicht weiter hier an der Stelle. Jetzt lichten sich auch gerade ein bisschen die Schleier hier. Vielleicht sieht man dann ja mal was. Da ist es. Da ist ein Lager. Ah! Da ist ein Lager. Das tote Pferd. Aber nur ein Pferd. Nichts Zusätzliches da.
Ja, Junge, jetzt musst du einfach mal mit runterkommen hier. Ich habe das Gefühl. Sag mal hier. Ja, Junge, du musst mal mit runterkommen hier. Ich hoffe, dass es um etwas Wichtiges geht. Wenn ihr Kalia seht, dürft ihr nicht zögern. Tötet sie. Ja, du musst mal runterkommen. Ich glaube, du hast einen Schlüssel, aber du willst dich öffnen. Nichtsdestotrotz, jetzt reicht's mir. Das liebe Internet wird mir weiterhelfen. Schneeschleier Zuflucht. So. Soweit so klar. Schlüssel. Okay, ich glaube, es liegt an einer Mod, die ich habe, dass die Charaktere zu sehr auf Abstand bleiben. Ja, ja, ja. Man ja. sagt, dass es manchmal unmöglich ist, in diese uralten Nordgrabhügel einzubrechen. Diese hier sieht nicht besonders schwierig aus. Okay. Eigentlich ganz einfach. Ich weiß nicht, was an diesen Schlössern so schwierig sein soll. Man muss nur wissen, wie es geht. Ja, du bist ein absoluter Pro. Lässt mich hier hängen und laberst dann die großen Worte hier. Geht ja mal gar nicht. Jetzt haben wir hier 23 Minuten Let's Play für nix hier, weil du deinen Arsch nicht hier runter bewegst. Komm, mach auf. Ja. Sollte reichen, Junge. So. Geht schon los hier mit dem Zeug, was hier am Boden rumliegt. Schwere Helme brauchen wir nicht, nehmen wir nicht mit. Wir nehmen nur leichtes Zeug mit. Schön auf Fallen achten. Der Gestank hier drin. Dieser Ort riecht nach Tod. Seid wachsam. Okay. Das war doch wohl Zeitverschwendung. Ja, das nehmen wir. Das nehmen wir, das nehmen wir, das nehmen wir. So. Jetzt möchte ich aber auch da rein. Ne? Wo ist der Schalter? Hier ist aber bestimmt irgendwo ein Schalter versteckt.
Da. Blub, 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 blub. Aha. Hier, junge Dame, Kunikunde, wo bist denn du? Bist du nicht mit reingekommen? Jetzt sage nicht, dass meine Begleiter hier nicht mit reinkommen. Jetzt bewegt euren Arsch da rein. Das machen die echt nicht. Was eine Frechheit. Kann ich dem irgendwas sagen? Ich habe nicht viel Zeit zum Plaudern. Was wollt ihr? Gut. Sieht an der Kette dort drüben und passt auf die Stacheln auf. Sieht aus, als hätte Kalia alle Fallen scharf gemacht. Okay. Gut, gut, dass ich das mal erfahren habe. Der da sieht doch noch saftig aus, oder? Zack! Wusste ich doch. Wer ist da? Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Euer letztes Stündchen hat geschlagen. Echt jetzt? Ich habe Hunderte von euresgleichen getötet. Hat er schon wieder die Offhand gewechselt? So. Könnt euch vor mir nicht verstecken. Jetzt wird's hier aber eng. Und der Knalli, der läuft auch noch weg. Ach, der, den hat's erwischt. Junge, 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 hier geht's ja heiß her. So, wir brauchen ein bisschen Eilung. Ach, machen wir mal über Essen, Leute. Zutaten, Essen, los. Nee, Kartoffeln. Wir haben nicht wirklich viel zu essen mit, also müssen wir es doch über Tränke machen hier. Scheiße. So. Eine Heilung.
Ach, jetzt kommst du an. Nicht schlecht. Wenn alles gegessen ist, dann wirft er sich mit seinem Schwert in den Kampf. Nicht schlecht. So. Bisschen vorsichtig sein hier. Ja, geh mal aus der Schusslinie, du Vogel. Euer armseliger Versuch, euch zu hören. Da vorne sind noch zwei von denen. Mhm. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Echt jetzt? Ja. So, Waffe. Nee, Zaubertränke. Wir haben doch hier irgendwo noch Lähmung, oder? Zaubertrank der Entzündung. Gift der Lähmung. Irgendwas war doch hier noch. Wo haben wir es denn? Nö, haben wir nicht mehr. Na, ist es denn die Möglichkeit? Dann machen wir ein bisschen Schutz hier. Hier ein bisschen Zusatzschaden. So. So, da hat der Mörser den gut abgelenkt und dann konnten wir den gut wegmatzen. Wenn wir noch den anderen hier wegkriegen, der hier noch ist, und dann schauen wir mal weiter. Rockpfeile, Knochenmehl nehmen wir alles mit. Und hier machen wir mal die Falle weg. Okay. Heiltrank und teure Handschuhe. Das ist nur ein normaler hier, den kriegen wir doch weg. Wow, das ist noch einer, Hilfe. Keine wirkliche Herausforderung. Ach echt? Hast du den jetzt platt gemacht? Nö, wo ist er doch noch? Oder war das ein anderes Geräusch? Das war ein anderes Geräusch. Gut, hier kommen wir nicht weiter. Da ist doch was in der Nähe. Ich weiß nicht. So, wir haben hier irgendwo eine Tür gehabt, die hier seitlich abging. Doch. Bevor wir diese Tür betreten, machen wir eine kurze Pause. Bis gleich.